Hallo zusammen, Monatsanfang. Die, ich habe den Deckel schon ausgemacht, Nicería Box. Nicería Selected Goods Box ist angekommen. Ist ja immer etwas hochwertiger. Da habe ich ja noch einen alten Abo-Preis von 15 Euro oder so. Ich glaube, etwas teurer. Wie immer ein Heftchen mit den ganzen Übersichten, sehe ich schon mal zwei Sachen, die gab es schon mal. Oliventopping. Halbe grüne Oliven mariniert mit Chili, Pfeffer und Olivenöl nativ. Und Mix aus halben Kalamata und grünen Oliven mit Kräutern. Freut sich die Familie im Sommer auf den Salat. Seeberger Crunchy Fava Snack gesalzen. Hatte ich auch in irgendeiner Box schon. Kommt mir sehr bekannt vor. Salat. Tortilla Rolls. Also so rund gedrehte Tortilla Chips mit Meersalz. Heimatgut habe ich auch beim Rewe, glaube ich, einen großen Aufsteller gesehen. Dann haben wir Bio Hafer Barista. Mit mir spendest du einen Tag Trinkwasser. Dann haben wir eine Dose braune Linsen. Habe ich auch irgendwo jetzt gehabt von David. Also es wiederholt sich irgendwie alles. Das ist so, kann doch mal eine Box abbestellen. Mate, chill, it's love it, Mate-Tee. Dann, das gab es letztes Jahr schon mal, Gute-Laune-Soße von Dittmann, Churrasco zum Grillen und Dippen, Gluten, laktosefrei, veganfrei, nein, nicht veganfrei, sondern vegan. Pasta. Charbonada-Pasta. Weniger Kohlenhydrate. Hartweizengrieß. Weizenprotein. Maisstärke. Ei. Okay. Hört interessant an. Schwer ist noch. Was haben wir für eine Flasche? Elbler. Frisch vom Deich. Also Apfelwein müsste das sein. Genau, Apfelcider. Zum Sommer erfrischen. Dann haben wir zwei Riegel Rauschplantagen. 84%. Von nochmal Share. Dein Kauf tut Gutes. Wieder eine Mahlzeit für einen Menschen in Not. Schoko-Kokosriegel. Chakalaka. Bio-Gewürzmischung. Paprika, Zwiebeln, Tomate, Kurkuma, Boxhornklee, Koriander, Chili, Petersilie, Ingwer, Kardamom, Nelkenpfeffer, Piment, Zimt. Passt zu Couscous, Kürbis, Zucchini, Falafel. Noch ein kleines Tütchen. Naked, reinige deine Küche, super green. Löse den Tab in einem halben, ja, ein Tab ist drin, einen halben Liter Wasser auf und fang an zu putzen. Ja, spart auf jeden Fall Verpackungsmüll bis zum Abwinken. Ich bin ja mal skeptisch, ob das auch reinigt. Man kann es probieren. Vegane Aioli. Aus Schweizer Herstellung mit Sonnenblumenöl, Wasser, Branntwein, Essig, Rohrzucker, Senf, Wasser, Senf, Salz. Und dann haben wir noch ein Tütchen gehabt. Glasreiniger. Lass glänzen. Lass Glas glänzen. Das war's.
aber ordentlich Artikel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wenn ich die kleinen Tütchen mitzähle, 16 Artikel. Wert stelle ich euch in den ersten Kommentar. Ich vermute aber mal mit Sicherheit, also über 30 Euro auf jeden Fall. Die Ayodi wird teuer sein, die Chakalaka wird teuer sein, der Rest ist so alles so 1, 2 Euro, also über 30 mit Sicherheit. Bitte lasst ein Abo da, plus wegmachen, liken, was auch immer, ihr kennt das Spektakel. Bis zur nächsten Box, bye!